Gooday aus dem Opel Adam von Jakob Madsen. Gooday sollte dänisch sein. Dänisch ist nämlich auch Jakob Madsen. Und Jakob Madsen und 21 andere Opel Adam Cup Teams, die müssen bei der Rallye am Stemweder Berg wieder einiges reißen. In Fakten heißt das 345 Kilometer insgesamt Strecke. Davon 104 Kilometer Wertungsprüfungsstrecke. 12 Wertungsprüfungen insgesamt und das Ganze alles nur auf Asphalt. Es gibt diesmal keine Schotterstrecken. Heute ist übrigens auch Freitag der 13. und ich glaube, es ist sogar auch Vollmond. Macht uns aber alles gar nichts, denn heute findet die Rallye ja noch nicht statt. Ihr seht es ja selber, hier ist noch nicht ganz so viel los. Heute wird erstmal aufgebaut, da wird die technische Abnahme gemacht, da wird gewogen und wir schauen für euch einmal hinter die Kulissen. Eine gewisse Anspannung ist immer da. Wir versuchen natürlich ruhig zu bleiben, aber klar, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen angespannt ist man immer. Leute, es ist vollbracht. Die ADAC Rallye Stemweder Berg 2014 ist zu Ende. Ihr seht, hinter mir im Parc Fermé werden schon die Autos geparkt. Für heute ist Schicht im Schacht und auf den Platzierungen, da hat sich einiges getan und es gab einige Überraschungen. Gewonnen hat der Däne Jakob Madsen. Auf dem zweiten Platz liegt der Deutsche Patrick Pusch und auf dem dritten Platz der Deutsche Timo Broder. Wir sehen uns im August wieder bei der Wartburg Rallye. Bis dahin, viel Spaß!